Hallo Leute, hier ist wieder Michael Albers von www.pastorpixel.de mit einem Affinity-Foto-Tutorial. Und zwar geht es jetzt hier mal um das Thema Filter verzerren, polar in kartesisch und kartesisch in polar. Das sind zwei hochgestochene Ausdrücke, aber damit lassen sich sehr schöne Effekte machen, so Verzerrungseffekte. Das sind übrigens zwei Filter, die gibt es schon ewig in Bildbearbeitungsprogrammen, ist also ein sehr alter Filter, der seit den Anfängen der Bildbearbeitungsprogramme vorhanden ist. Damit kann man beispielsweise sehr schnell aus Streifen Strahlen erzeugen oder runde Kreise erzeugen. Und ich zeige euch jetzt mal anhand dieses Bildes, wie das funktioniert. Ich habe mir jetzt hier so ein Bild erstellt. Das habe ich dann hier zweimal dupliziert, damit man das gleich besser vergleichen kann. Jetzt wende ich mal diesen Filter. Verzerren. Kartesisch in Polar auf dieses Bild an. So, jetzt bekommen wir dieses Ergebnis. Was ist da passiert? Man könnte sich das so vorstellen, wenn man jetzt ein Blatt hätte, ja, wo das drauf gedruckt ist und man würde dieses Blatt aufrollen, ja, wie so eine Röhre, dass die linke Kante an der rechten Kante liegt und würde dann in diese Röhre reingucken, dann hätte man ungefähr das, was man hier sieht. Ja, wir haben also hier den unteren Rand im Kreis, im Kreis, im Kreis mit dem blauen Streifen und dann dem weißen Streifen. Ne? Also dieses hier wird jetzt kreisförmig außen angezeigt. Und die linke Kante und die rechte Kante, die liegen aneinander. Ne? Linke Kante, rechts, 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 rechts. Und die untere Kante, der rote Kreis, das ist dieser Mittelpunkt hier. Ne? Als hätte man so einen Trichter, ne? Oder so eine Röhre, in die man reinguckt. So muss man sich das vorstellen. Wenn ich jetzt den Filter anwende, Filter verzerren, polar in kartesisch, ne, der kommt direkt dahinter, dann wird das wieder aufgerollt. Ne? Das ist quasi das Gegenteil davon. Wenn ich diesen Filter jetzt auf ein Bild anwende, was lauter Querstreifen hat, dann bekomme ich lauter Kreise. Ne, ich mache das mal hier, habe ich mal was vorbereitet. Hier habe ich jetzt Streifen. Und jetzt sage ich hier wieder Filter, verzerren, kartesisch in Polar. Ne, und jetzt werden mir diese ganzen Streifen zu so einem Kreis aufgerollt. Ne. Ist also eine wunderbare, einfache Methode, sich so eine Art Zielscheibe zu machen. Ne. Wenn ich jetzt die Streifen hochkant mache, ne, diese waren ja gerade querformatig, die sind jetzt hochkantig. Dann kriege ich so Strahlen. Ne, jetzt kriege ich solche Strahlen hin. So ein Bild mit Streifen kann man sich ja sehr einfach machen. Man nimmt hier dieses Rechteckwerkzeug, zieht ein Rechteck auf. Ich kann das ja mal eben vormachen. So, ziehe jetzt hier ein Rechteck auf, suche mir vorher noch eine Farbe aus. So. Und während ich das jetzt aufziehe, sehe ich da auch schon die Höhe dieses Rechtecks. Und das ziehe ich mir jetzt mal hier so auf 50. So. Und jetzt habe ich hier meine Rechteckebene und jetzt drücke ich einfach STRG J mehrere Male. Und dann wähle ich diese ganzen Ebenen aus. Erste Ebene. Letzte Ebene mit gedrückter Shift-Taste anklicken und dann wähle ich hier oben Verteilen und aber hier nicht automatische Verteilung, sondern jetzt gebe ich hier eben auch diese 50 Pixel an und dann habe ich Streifen und Abstände in einem gleichen Maß. Ne? Streifen also genauso dick wie die Abstände. Ich zeige euch jetzt mal hier an diesem Bild diesen anderen Filter nochmal, diesen Filter verzerren polar in kartesisch. So, dann passiert hier sowas. Ne? Und jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt gehe ich das Ganze um 90 Grad.
Ich halte dabei die Shift-Taste gedrückt. Und jetzt wende ich den ersten der beiden an, also verzerren, kartesisch in Polar. Und dann entsteht hier so eine Art Unendlichkeitseffekt. Ne? Also tolle Sache, kann man auch schön mit Fotos machen. Ich mache das gleiche nochmal hier mit diesem Bild. Also Filter, verzerren. Polar in kartesisch. Oder ich nehme jetzt erstmal hier das Auswahlwerkzeug. So, dann nehme ich das Fallwerkzeug. Drehe das Ganze. Und jetzt wende ich den anderen Filter an, kartesisch in Polar. Ne, und jetzt hat man auch hier diesen Unendlichkeitseffekt. Also ich finde, da kann man durchaus schöne Sachen mitmachen. Also viel Spaß beim Experimentieren mit diesen beiden Filtern. Macht's gut, gebt mir ein Like, wenn euch das gefallen hat. Euer Michael Albers von www.pastorpixel.de.